Ja, moin moin, oder Jude moin, das ist die Axt im Walde. Wir spielen hier The Forest und das ist, was ist neu in The Forest mit der Axt im Walde? Zur Verwunderung von dem einen oder anderen wird das hier jetzt ein bisschen ein kurzes Erlebnis. Vor allem auch, wir sind hier im Multiplayer drin. Und an meiner Seite haben wir hier einmal Angie oder Angie und ja, eine brennende Jana. Ja. Die auch wild ein bisschen rumfuchtelt. Was ist hier neu? Für all diejenigen, die sagen so, ich will wissen, was hier Neues gibt. Und ich sag mal, in Wahrheit ist das nur eine einzige Sache. Wir haben eine neue Rüstung. Die baut man sich zusammen. Ja, die Entwickler haben das fälschlicherweise angegeben mit 2 Stück Stoff. Das sind 3 Stück Stoff. Und hier 5 Knochen. In Wahrheit sind das 6 Knochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich kann mir hier eine neue Rüstung zusammenbauen, die ich jetzt gerade hier im Inventar überhaupt nicht auffinden kann. Nee, da ist sie. So, da ist sie da unten. Das ist die Knochenrüstung. Ja, ich nehme die auch mal. Und dann bin ich auch Knochen ausgerüstet. So sieht die aus. Eher mehr wie so ein Verbandszeug. Ja. Und warum bin ich hier eigentlich im Multiplayer drin? Ich sag mal, danke Jana. Ja, wo auch immer die Jana gerade rum. Oh, da hinten. So, die muss mal hier mehr ins Licht. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich hier im Multiplayer drin bin. Damit man hier die Knochenrüstung sehen kann, wenn sich die Jana noch zu mir hindreht. Die ja gerade ein bisschen erkältet ist und gerade aus dem Grund nicht sprechen kann, aber sag mal, ja genau. Sag ich mal grundlegend danke an Jana und die Unterstützung. Das ist mir auf jeden Fall eine große Hilfe. So sieht die Jana aus und nicht nur die Jana, sondern auch die anderen Spieler, die hier aussehen, jetzt wie Sido. Damals hier in meinem Block, mein Haus. Schieß mich tot, naja, wisst Bescheid. Ja. Und das ist eigentlich alles, was hier neben optischen Veränderungen, Speicherveränderungen und weißer Geier, schieß mich tot, nächste Haltestelle aussteigen in den aktuellen Patchnotes der Version 0.33, mittlerweile 0.33 Baby Beta oder Beta, kennen wir ja schon, und jetzt auch gerade vorhin neu rausgekommen, Devidora 0.33D, ja, da eigentlich drin steckt. Das ist die Axt im Walde gewesen, so wie auch Jana. Und, war mal hier, da war noch Enchi hier irgendwo. Ja, die sehen wir jetzt nicht. Vielleicht ist sie auch ausgestiegen, ist ja jetzt auch nicht so tragisch, ja. Nee, Jana sagt nein, die ist noch da. Gut. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Version wieder. Ich sag mal danke fürs Zugucken. Ja, Jana grüßt, wenn auch stumm. Ja, sie grüßt. Und ich sag mal tschüss, das war die Axt im Walde.